willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy-Tipp in FIFA 15 namens Turnierzeit. Dazu, ihr habt es ja gerade gesehen, geht im Anstoßmenü rechts mittig auf Turniere, einmal nach rechts drücken. Dann habt ihr die Möglichkeit, ein eigenes Turnier zu erstellen. Da natürlich müsst ihr darauf achten, am besten wählt ihr einfach hier das K.O.-System direkt aus, Anzahl der Mannschaften 32. Ist die Standardeinstellung, die solltet ihr auch nehmen, weil ihr seht es ja schon, 16 ist dann die Alternative zum Beispiel. Und ihr müsst ja mit mehr als 16 Teams spielen und gewinnen. Von dem her passt das automatisch, wir setzen auf Nein setzen. Alle anderen Einstellungen könnt ihr eigentlich so lassen, das ist relativ egal, ob ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier weiteren Einstellungen auf Ein oder Aus macht, das ist Hupe. So, dann bestätigt euer Team, was ihr da haben wollt. Ich habe natürlich standardmäßig Bayern eingestellt, weil klar, Bayern-Fan. Und das restliche Team oder die gegnerischen Teams würde ich euch empfehlen, auf hier international, obwohl, ne, international sind ja nur Hupe, ne, das sind ja hier die ganzen, Landesteams, sorry, da habe ich mich jetzt gerade in dem Fall vertan, würde ich euch empfehlen, so, jetzt habe ich es dann gleich, auf 0,5er Teams, Sterne-Teams zu gehen oder Ein-Sterne-Teams, wie auch immer. Die meisten findet man natürlich hier, Republik Irland, na, ihr seht es ja schon, halber Stern, na, das passt, Athlone Town, das Ganze hier mal voll zu machen mit den ganzen aus Republik Irland. Und sobald ihr das dann habt, müsst ihr natürlich noch ein paar weitere Teams auswählen, weil Irland hat nicht so viele Mannschaften, dass ihr da hier 31 Stück reinballern könnt. Aber ihr findet auch noch in anderen Gegenden 0,5 oder 1 Sterne Team, 1,5 Sterne Teams gehen auch. Das ist nicht das Problem. Und sobald ihr das dann habt, geht es dann auch gleich los mit dem tollen Trick. So, weil ich werde mich jetzt das Ganze hier mal so ein bisschen vorspulen, dass es nicht ganz so langweilig wird. Ja. Ihr seht jetzt gerade selber, was hier alles auswählt. Mexiko zum Beispiel ist auch mit dabei. Ja, Shamrock Rovers. Ja, also das Ganze geht eigentlich relativ zügig, die alle einzustellen, beziehungsweise eigentlich eher nicht. Ja gut, das Ganze hier, das einzustellen mit den gegnerischen Teams, dauert hier mit Abstand länger, wie das ganze Turnier dann an sich selber. Ja, aber hilft ja nichts, ne? Da muss man halt die entsprechenden Teams suchen. Zwei-Sterne-Teams gehen natürlich auch. Fällt mir jetzt gerade mal so beiläufig ein. Ja, sollen halt mit Abstand schlechter sein wie euer Team. Deswegen würde ich euch empfehlen, für euer Team nach wie vor 5 Sterne. Wie jetzt hier mit Bayern, wie gesagt. Und ja, Real Madrid etc. geht natürlich auch alles. Überhaupt kein Act. Und ja, der Trick dann dabei ist, sobald man das Ganze hier dann eingestellt hat, werde das Ganze jetzt nämlich mal hier kurz mal abbrechen. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder, sobald das Team dann, beziehungsweise das Turnier erstellt worden ist. Genau, so, da sind wir jetzt in dem Fall auch schon wieder. Turnier ist gestartet. Dann müsst ihr natürlich auch mal erstmal einen Speicherstand auswählen. Wenn ihr noch keins habt, nehmt einfach nur eure Stellen. Andernfalls werde ich jetzt mal kurz meine alte sich überschreiben, weil das war ein Fail-Versuch. Ja, Trick. Oder generell der Trick da dabei ist, habe ich gerade Tick gesagt? Egal. Der Trick da dabei ist, ihr geht hier auf Simulieren, nicht auf Spielen, um natürlich schnellstmöglich die Trophäe zu bekommen. Da habt ihr dann jedes Mal die Möglichkeit, das Spiel komplett simulieren zu lassen. Ihr seht es ja jetzt gerade selber aufwärmen. Jetzt geht das Ding hier durch. Mit Dreieck könnt ihr das Ganze überspringen, mit X wieder bestätigen, nachdem das Ganze rum ist. Unentschieden so an sich macht nichts, wie es ja jetzt gerade eben in meinem Fall war. Ja, weil es gibt ja auch noch eine Rückrunde, logischerweise. Und da meistens oder spätestens dann sollte man eigentlich gewinnen mit einem 5-Sterne-Team gegen 1,5 bis maximal 2-Sterne-Team oder 0,5-Sterne bis 2-Sterne-Team. Das Ganze auch wieder durchsimulieren lassen, weil man den Kalender natürlich so weit vorgespult hat. Also kann man es jetzt auch nochmal gerade hier sehen. So, mit hier X weiter. Na, Simulation vorspulen bis zum nächsten Spieltermin. Hier dann wieder simulieren, auswählen. Wenn das hier dann kommen sollte, nicht selbst beheben und ändern, speichern, sondern einfach hier automatisch ersetzen und Änderungen speichern. Oder das zweite geht in dem Fall auch. Ohne Probleme, aber nicht. Selbst beheben könnt ihr natürlich klar auch machen, aber ich meine, wozu, ne? Der PC ist ja selber nicht doof. Der kriegt es alleine schon wieder hin. Von dem her passt das. Falls natürlich hier so sein sollte, jetzt kommt das Ganze hier wieder. Wählen wir wieder das zweite hier aus. So sein sollte, dass man in dem Fall einfach das Turnier verlieren sollte. Dumm. Dann einfach nochmal neu starten. Und ja, dann hoffen, dass es dann funktioniert. Bei mir hat es in dem Fall gleich auf Anhieb geklappt, so wie ich das hier eingestellt habe, weil so arg viele Spiele sind es auch nicht, die gespielt werden müssen. Ja, easy going so gesehen dann, sobald man die Simulation einfach nur durchlaufen lässt, hier wieder auf Simulieren, wieder das zweite auswählen, automatisch ersetzen lassen und ja, das gleiche sofort
dann wieder hier, also da eigentlich die ganze Zeit nur Taste X hämmern, mehr oder weniger. Bis auf natürlich hier nicht spielen, sondern wieder simulieren, auswählen. Ja, also macht ihr das Ganze einfach nur ganz normal durch, bis das Turnier vorbei ist. Jetzt ist es in meinem Fall auch dann demnächst vorbei. So, gehen wir wieder auf hier simulieren. Wieder durch. Na, komm schon. So, genau, 3-0 gewonnen, sehr schön, wunderbar. So, wieder auf weiter, sind wir auch schon im November 2014. Jetzt auch hier nochmal Begegnungen, Finale, ne? Das waren die Partien davor. 8.11. ist immer das Finale. Hier in FIFA 15. Also, ja, easy going. Das Ganze kann man sich auch nochmal simulieren. Und dann natürlich hoffen, dass die Mannschaft gewinnt. Also in meinem Fall Bayern. So, 3-0. Sehr schön, das sieht gut aus. Zack, Turnierzeit da. No, ganz einfach, so ist das. Wünsche noch viel Spaß damit. Haut rein. Servus, ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophy-Tipps. Bitte hinterlasst doch einen Like, teilt das Video und abonniert mich. Dankeschön.